Skisaison 2023 ist bedauerlicherweise vorbei. Wir hatten viel Spaß zusammen. Wir haben viel gefeiert. Wir sind viel Ski gefahren. Wir haben viel getrunken. Wir haben viel erlebt. Und jetzt geht es in das Grande Finale. In das Grande Finale bei Max Moe. Und in diesem Sinne einen wunderschönen guten Morgen hier wieder aus dem wunderschönen Meierhofen, meine lieben Freunde. Und heute ist der letzte Tag bedauerlicherweise. Das macht mich ganz traurig. Naja, gut, wir machen jetzt das Beste draus und heute wird's nochmal die eine oder andere Überraschung in diesem wunderschönen, unterhaltsamen und natürlich niveauvollen Vlog geben. Ja, genau, ne? Und an dieser Stelle lasst doch gerne schon mal ein Abo da, lasst doch gerne schon mal ein Like da, fliegt doch gerne schon mal nach Thailand. Und ihr wisst, was da zu tun ist. Let's go, Leute. Euer Max Moe. So, meine lieben Freunde, wir sind wieder an unserem Local Frühstücksspot. Und heute gibt es einen Saft, weil Saft ist gut für die Vitamine. Ein Latte Macchiato, der ist gut zum Wachbleiben. Und natürlich heute mal ein Schnitzelbrötchen. Für die Proteine, meine Freunde, und dann geht's gleich wieder auf die Skipiste. Jawohl, let's go. So, meine Freunde, wir sitzen jetzt hier im Skilift und ja, ich werde hier schon zum Touren gehen, zum Skitouren gehen. Aber da muss jeder Skilehrer mal durch. Und ja, jetzt Max Moe, professionellster Skilehrer, falls ihr Ski lernen wollt, engagiert mich. Bis dahin. So, Leute, wieder am Skien. Am Skien bin ich hier. Auf den Slopes, meine Friends. Bleiben Slopes runter. Let's go, Leute. Ja, Wahnsinn. Boah, da wie die gesenkte Sau. Mein Skischüler. Das ist es, Leute. Ich bin der beste Skilehrer. Let's go, Leute. Ja, wer ist da passiert? Let's go, Leute. So, meine Friends. Wichtig ist, beim Skifahren auch mal sich hinzusetzen, meine Freunde. Ja, let's go, let's go. Ja, das ist es. Das ist es komplett. So, meine Friends of the Sun. Nach den drei Schussabfahrten hier runter geht jetzt für mich wieder ab ins Schneetal. Ich habe wirklich einen Rennterror an den Tag gelegt, konnte euch leider keine Impressionen mitbringen. Ah, ja, dafür gleich mal frisch umso mehr. Let's go, meine Freunde, bis dahin. Halt, noch nicht abschalten. So, Leute, wollt ihr mal sehen, wie man als Profi-Skilehrer einem, der steht jetzt den dritten Tag auf den Skiern und ist 53 Jahre alt und ich habe ihm geschafft, das Skifahren einigermaßen beizubringen. Guckt euch an. Guckt euch an. Wenn das nicht mal wild ist, dann weiß ich es auch nicht. Das ist es. Engagiert mich, engagiert mich, engagiert mich, engagiert mich. Leute! So, meine Freunde, wir sind jetzt hier am Kasamandu. Ich hatte gerade das Auskipp-Erlebnis der ganz anderen Art. Und ja, heute it's Bottle Time, Leute. It's Bottle Time, meine Freunde. So, meine Freunde, und natürlich zu so einer schönen Bottle Rosé empfiehlt sich immer ein Leberkäse. Weil Leberkäse ist gut für die Leber. Ivo pro Fakte. So, meine Freunde, wir haben Unterhaltung. Wir sind in Arakiriba und noch heute ist das Motto Don Francis. I love no net. Der Tag ist das jetzt so schon, oder? So, meine Friends of the Sun, wir sind wieder beim Essen und heute haben wir uns natürlich auch nicht über unser gratis Wasser bringen lassen, denn das ist ja auch ganz wichtig. Wir haben ja schön Rosé bestellt, Rosé, wie heute an dem Tag schon. Und natürlich das schöne gratis Wasser. Da haben wir es, meine lieben Freunde. Let's go. So, meine Freunde, und heute beim Essen haben wir als Vergleich mal wieder ein Grilltellerchen bestellt. Ist ja immer ganz wichtig, dass man immer vergleicht, was haben die Restaurants so zu bieten. Hübsch angerichtet ist er. Wir haben eine Restaurantkritik von mir und ja, ne? Schönes Roséchen gibt es auch dazu. Und in dem Sinne, Prösterchen, ne? Der ist doch fruchtig, fruchtig, nussig. Außerordentlich nussig. Ja, wir wechseln jetzt die Location. Überraschung gibt, meine lieben Freunde. Let's go! So, jetzt gibt es eine Überraschung! Ah, sehr schön!
schön, sehr schön. Freut uns doch. Freunde, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Likechen da und ein Abo. Ein Likechen wäre ein Maikchen, Däumchen wäre ein Träumchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem ganz, ganz tollen neuen Video. Bis dahin, euer Max Moelitz.